Das ist doch was Japanisches, oder? Nein, wie kommst du darauf? Oh Gott, jetzt geht's los. Meine jetzt Damen und Herren, los. Wir präsentieren Ihnen einen Monolog von Nino Kerr. Es ist japanisch. Es ist so ziemlich das japanische Spiel. Es ist Final Fantasy. Moment mal. Ich stehe auf die Final Fantasy Serie. Das gebe ich zu, aber es ist ja nun nicht so, dass ich jedes Spiel, auf dessen Box Final Fantasy gedruckt wurde, jetzt auch sofort über den grünen Klee lobe oder feiere. Es ist ja auch eine Riesenreihe, da kann jeder sein Lieblingsspiel suchen. Welcher ist der beste Teil? 9. Ich wusste, dass du 9 sagst. 9 ist falsch. Wenn man auf die taktischen Sachen steht, also Oldschool-Mechaniken, ist zum Beispiel der 6er ganz klasse. Das ist wie falsch. Wo kann der? Wo kann der? Normalerweise gebe ich dir recht. 12 hatte damals ein aktives Kampfsystem und Hasenmädchen. Ja. Für jeden Fetisch was dabei. Ich will doch nicht sagen. Es gibt doch relativ simpel, ja? Von welchem ist denn ein Film-Spin-off gekommen? Tatsächlich liebe ich halt vor allem die 16- und 32-Bit-Episoden, also namentlich Final Fantasy 6 bis Final Fantasy 9. Nicht von 9? Ja, und nur weil er von einem Filmspin-off gekommen ist, hast du gesagt, das ist der beste Teil. Klar, weil er einfach die meiste Zustimmung hat. Mein absoluter Favorite ist und bleibt Final Fantasy VII. Das ist nicht nur mein Lieblingsserienteil, das ist auch mein absolutes Lieblingsvideospiel, weil einfach dieser Sprung damals auf die PlayStation 1 so immens hoch war. Und an Final Fantasy VII, man sieht es gerade im Bild, da kriege ich schon wieder Gänsehaut. Das fasziniert mich halt bis heute einfach alles an diesem Spiel. Ich liebe die Charaktere, ich liebe die Musik von Uematsu-san, ich liebe die Mythologie, ich liebe diese Welt und ich liebe diese mit symbolischen Elementen, religiösen Metaphern gespickte Handlung und natürlich Sephiroth. Das ist nicht diskutabel. Das ist nicht diskutabel. Das ist keine allein Meinungsfrage. Du liegst falsch. Allein wegen des Settings. Du liegst falsch. Ich stehe halt auf dieses. Du liegst falsch. Nein, du liegst falsch. Es gibt ja auch dieses kollektive Trauma, das die Gaming-Community hat dank Final Fantasy VII. Da ist ja wohl irgendjemand plötzlich gestorben, den man mochte. Und dann war, noch jemand böse. Und ach, wie diese Japan-Rollenspieler halt so sind. Ich habe es halt nie gezockt. Und dieses Trauma geht komplett an mir vorüber. Ich brauche bloß sowas sagen wie Sephiroth. Und so ein paar, zwei, drei Leute in jeder Konsolen-Crew knicken ein bisschen zusammen und weinen. Wie underground bin ich denn, wenn ich Final Fantasy 8 gut finde? Auch viele sagen, 8 war das Nonplusultra irgendwo. Ja, wer sagt sowas denn? Ich mag Final Fantasy 8. Es ist halt ein völlig anderes Setting wie bei Final Fantasy 7. Ich mochte es extrem gerne. Meiner Meinung nach hat zwar auch Final Fantasy 7 eine extrem komplexe und tiefgründige Story, hinter der sich unglaublich viel verbirgt. Bei Final Fantasy 8 ist das aber zum Schluss schon ziemlich abgefahren. Das Problem, was ich mit Final Fantasy immer hatte, ist diese ganze komplexe Story, wer mit wem und wer hat jetzt Probleme mit dem und keine Ahnung. Du meinst die Zusammenhänge zwischen den Teilen? Final Fantasy, tolle Serie. Ich bin so ein Stück weit traurig, dass die FFQ doch extrem gemolken wird. Man kann, das ist halt so ein endloses Thema, man kann den Publishern und Entwicklern da jetzt auch wirklich keinen Strick draus drehen, wenn sich das Zeug verkauft wie geschnitten Brot. Aber auch bei dieser ewigen Debatte um ein mögliches Final Fantasy VII Remake muss ich auch auf die Gefahr hin, dass jetzt einige in der Community sagen werden, was? Sagen, ich möchte kein Remake, weil ich der Meinung bin, es geht so viel Charme einfach verloren und es ist einfach nicht mehr das Original und da müsste so viel Zeit und Herzblut reinfließen, um ein Final Fantasy VII Remake zu machen, dass der Originalvorlage gerecht wird und ich glaube, das ist einfach nicht möglich. Far Cry. Das war ja der Hammer. Das war ja aus Deutschland das erste Far Cry. Far Cry hat damals Crytek als international konkurrenzfähigen Spieleentwickler etabliert. Also da haben sich die Amis schön angeschaut, was sind so eine deutsche Bude hier, was machen die da? Und das sah halt besser aus als alles, was es sonst so gab. Aber geil, Far Cry. Zocke ich gerade sogar noch. Ja, ich mag das ganz gern, dieses Einnehmen von irgendwelchen Sachen. Und das kannst du ja da auf verschiedene Arten und Weisen. Mit Tigern, mittlerweile mit Elefanten. Und da drin ein sehr, sehr guter Ego-Shooter. Und ein Open-World-Spiel, das ich vom Setting her auch extrem schön finde. Zumindest das Far Cry 3, also eben mit dieser Dschungelwelt. Also als ich die ersten Bilder gesehen habe, juhu, das ist quasi Urlaub mit Pistole. Was gibt es Besseres? Ich finde auch die Waffen ziemlich gut und ich bin echt teilweise nur reingegangen, um dort Viecher zu jagen. Und diese Tiger, boah. Damals war ich auch eine Grafikhure. Mir war das sehr, sehr wichtig, dass Wassereffekte gut aussehen und Texturen. Und ja, dieses Spiel hat mich sehr befriedigt.
Das Spiel, was damals für Rechner gebaut wurde. Die nicht existierten zu dem Zeitpunkt. Ja, richtig. Es gab immer wieder so grafische Höhepunkte, fand ich, in der Serie. Zum Beispiel im zweiten Teil gab es doch, da konntest du doch die Steppe irgendwie anzünden, dass das Feuer dann auch irgendwie übergegriffen hat auf Bäume und so und dann brannte irgendwie die halbe Spielwelt. Ich glaube, dass viele Fans, die eben den ersten Teil gut fanden, mit dem zweiten Teil nicht so viel anfangen konnten, weil es eben dieses Afrika-Setting und mit Malaria und dann brennt alles und dann fällt die Waffe auseinander. Ja. Den brauchte kein Schwein, den haben wir damals im Korb gespielt, ich glaube ganze 7,5 Minuten oder so, bis wir aufgegeben haben und haben gesagt, das ist das schlechteste Spiel, was man so spielen konnte. Ich konnte den Hype nie verstehen, bis ich dann den dritten Teil gespielt habe. Selbst wenn es den ersten Teil nicht gegeben hätte, ist ja der dritte Teil ein wahnsinnig gutes Spiel. Und im dritten Teil haben sie es dann ja auch geschafft, endlich mal irgendwie so wirklich coole Charaktere zu kreieren. Extrem geile Villains, also Bösewichte. Also ich denke da nur an Vaas. Und ich fand Vaas als Bösewicht, das ist jetzt natürlich nicht der Teil, mega geil. Das war eine grandiose Geschichte und ich finde es schön, dass die Entwickler begriffen haben, dass der Reiz an Far Cry diese Freiheit ist, irgendwas auszuprobieren. Bei Far Cry 3 haben sie es dann irgendwie perfektioniert. Ja. Ist dann ja, also das Far Cry 3 ist eines der besten Spiele gewesen, die in diesem Jahr rausgekommen sind, in meinen Augen. Ich fand es richtig, richtig geil. Fallout, ich liebe Fallout 3! Fallout ist das Beste, was diesem Planeten jemals passiert ist. Wieder so ein klassisches Urgestein der Gaming-Welt, so ein richtiges Brett, die Fallout-Reihe. Also ich gebe es zu, ich bin so ein Mitläufer-Fan. Ich habe die ersten Spiele, also Fallout 1, 2 und Tactics, nicht gespielt, als die damals rauskamen. Also das sind ja auch noch Spiele, die wirklich in viele Gamer-Herzen noch immer sind, aber nicht in meinem, weil die ersten, zweiten Teile nie gespielt, dafür sind wir einfach noch zu jung. Die ersten habe ich angespielt und sie waren mir, ich war damals halt auch noch dümmer. Und ich habe sie nicht so richtig begriffen und sie waren für mich zu komplex, zu schwer. Aber ich habe Fallout 3 und New Vegas, in die beide zusammen weit über 500 Stunden gesteckt. Mir geht's ganz genauso. Ja, es ist ganz also fantastisch Wahnsinn. Gemacht. Also ich habe zwar keine 500 Stunden investiert, aber allein in Fallout 3 bestimmt auch so an die 150 oder so. Es ist halt einfach in sich so extrem stimmig. Man will diese, wenn auch sehr, sehr düstere Welt einfach nicht mehr verlassen. Sie lässt einen nicht mehr los. In Fallout 3 habe ich mich dann ein bisschen verbissen, weil es auch damals super cool aussah für so die Generation damals. Und es hat dieses Wertsystem gehabt. Beispielsweise, wenn du halt irgendeinen Skill machst von wegen Sprengköpfe, dann machst du halt so einen geilen Scheiß und du kannst die Leute halt wirklich überreden. Wenn du einen guten Social Skill hast. Das war eines der Spiele, die das halt wirklich in meinen Augen am besten hinbekommen hat. Und ich habe es ganz fantastisch gefunden, wie sie wirklich so eine öde Welt, im Grunde, die komplett zerstört ist, so lebendig erscheinen lassen können. Also und wie man dann durch diese Welt geht und alles Mögliche erkunden kann. Und dann eben in diesen Ruinen und den Computerlogs und in dem, was man da so an Szenen vorfindet, sich zu erschließen, was da passiert ist. Das ist so geil. Und es gab überall immer irgendwo was zu entdecken. Irgendwo ein Nebenquest, irgendwo eine neue Waffe, irgendwo ein Kampf. Also das ist auch wieder das gleiche Problem wie bei den Elder Scrolls oder Skyrim-Spielen. Ich finde in beiden die Hauptquest gegen Ende hin blöd. Weil die Hauptstory ist halt nicht so wichtig, genauso wie bei Skyrim. Wenn du kannst Skyrim 300 Stunden spielen und machst die Hauptstory kein Stück. Man kann sich das halt so geil vorstellen wie eine Fernsehserie, dass es halt so diese Arc-Story gibt und dann passiert in einer Episode irgendwas Spezielles. Vom Start aus kann man sich da so wunderbar einfach nur in sein eigenes Abenteuer verlieren, das ist fantastisch. Und ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, Fallout, die Fallout-Serie. Für mich war Fallout 3 irgendwie so mein Favorit. Einfach sensationell. Coole Serie. Wow, ja. Boots go jingle, jangle, jingle, da, 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 da. So geil. Fallout 4 jetzt, do it now! Haben wir immer Psychokop gespielt und sind halt rumgelaufen und haben so, oh, da geht jemand bei Rot über die Straße. Ja. Dieses Auto parkt falsch. Was mir ein bisschen irritiert, wenn du sagst wir und dann siehst du so Schnitt in deine Jugend, du warst allein. Das war ein bisschen schräg. F wie fertig, das war's mit F. Schreibt doch in die Kommentare eure liebsten Spiele mit F, die wir möglicherweise übersehen haben sollten. Nächste Woche dann G wie los geht's. Bis dann, ciao.